Hallo ihr lieben Zuschauer da draußen, hier ist wieder euer Kamikaze-Taucher. Ich begrüße euch hier vom wunderschönen Sundhäuser See in Nordhausen in Thüringen. Heute ist der zweite Abend von einem richtig schönen Wochenende. Da drüben, wo ich jetzt gerade hinzeige, auf der gegenüberliegenden Seite vom See, da ist so die Attraktion von dem Ganzen hier, und zwar das Dörfchen Nordhusia. Das ist wirklich so ein kleines Dorf, was man da mit Absicht versenkt hat. Wir waren da heute auch schon, die Sicht war leider sehr bescheiden. Am Einstieg war die Sicht wunderbar, aber selber dann in dem Dorf selber eher nicht so. Da hat man kaum was gesehen, habe aber trotzdem versucht, für euch da ein paar schöne Bilder zu machen. Man hat da auf jeden Fall ein Gasthaus, einen Friedhof und sogar eine Kirche gesehen. Mega interessant in meinen Augen. Und der Hammer ist, jede Menge Krebse. Aber der eigentliche Hammer ist halt im Endeffekt, wo ich hier gerade stehe. Und zwar hier direkt am Einstieg von unserem Ferienhaus, was ihr hier seht. Da könnt ihr das mal richtig schön sehen hier. Unser Ferienhaus, wir haben insgesamt zwei davon. Bin wieder hier mit Atlantis Hamburg, mit Danny. Und richtig schön, ihr seht es ja hier, dass wir von hier aus nicht einfach direkt ins Wasser reinfallen. Das ist schon der Oberhammer. Und hier haben wir dann auch noch, wo ich jetzt gerade drauf zeige, da sind so die Hütten, wo wir dann unsere Ausrüstung halt auch lagern können. Auch richtig schön, die Häuser selber richtig schön, also auch sehr komfortabel, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall gefällt es mir hier sehr gut. Hier bin ich bestimmt nicht zum letzten Mal gewesen. Ja, was soll ich großartig sagen? Mir jedenfalls geht es hier bisher sehr gut. Morgen geht es wieder zurück, aber wir haben morgen auf jeden Fall noch mal einen Tauchgang vor uns. Bisher hatten wir zwei Tauchgänge. Gestern, wo wir angekommen sind, eher nicht. Da haben wir uns dann lieber auf das konzentriert, was wir so vorhaben. Und wir haben dann erstmal so alles ein bisschen sacken lassen, weil wir sind ja auch alle von weiter her gekommen. Die meisten sind von Hamburg ausgekommen. Ich selber bin hier aus Köln gekommen. Hierhin, da fährt man halt auch ein paar Stunden halt. Und wenn man wie ich dann auch mit dem Zug kommen muss, da hat man dann halt auch ein bisschen Stress mit der ganzen Plackerei, Schlepperei und. Ist ein bisschen doof, aber das ist es im Endeffekt auch absolut wert, wie ich finde. Und bevor ich euch jetzt hier langweile, schaut ihr euch jetzt am besten die folgenden Bilder an und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und hier sind wir auch schon mit dem ersten Tauchgang dran. Hier sehen wir ein paar kleine Krebse, die sich hier verstecken. Das war übrigens direkt in der Nähe vom Einstieg, wo wir auch unsere Hütten hatten. Da haben wir auch mal einen Blick darauf, wie die Sicht gewesen ist. Hier war sie ganz gut, da hatten wir mehrere Meter Sicht, wie man sehen kann. Und so hat es auch die meiste Zeit über ausgesehen. Das hier war direkt unter der Treppe, also direkt unter dem Einstieg. Und hier sieht man einen Krebs, der sich was zu beißen geholt hat. Der ist auch ganz hübsch anzusehen. Dann haben wir mal einen Barsch zu Besuch. Ja, keine Lust mehr. Dann lassen wir den auch. Und hier können wir auch schon sehen, wie der schmeckt. Na, brauchst du noch was oder vielleicht Knoblauch? Kann ja möglich sein. Außer die Hosen halten so aus. Oder in deinem Fall, besser gesagt, der Panzer. Herrlich!
Hier sind wir in der Nähe vom Einstieg, wo wir auch zum Dorf Nordhusia wollten. Und da ist auch eine Plattform. Und wie man hier sehen kann, sind direkt einige von den Krebsen zu sehen. Fand ich einen richtig schönen Anblick. Hat sich wirklich gelohnt, fand ich da schon sehr schön. Hier sehen wir auch, das ist so eine Übungsplattform. Und hier sehen wir auch direkt ein kleines Boot, was man hier mit Absicht versenkt hatte. So was findet man ja in vielen Seen, einfach um den Tauchern so ein bisschen was bieten zu können. Ist allerdings auch eine gute Gelegenheit für Tiere halten, die halt auch gut zu Hause finden. So ein künstliches Riff, das sieht man quasi überall. Auf jeden Fall immer wieder interessant auch. Doch dieses Wrack, wenn auch künstlich runtergeschafft, fand ich schon ganz interessant anzuschauen. Leider ist es bei 2 Tauchgängen geblieben an dem Tag, weil am nächsten Tag da waren wir mehr damit beschäftigt, wieder nach Hause zu fahren, weil wir hatten noch wieder einen langen Weg vor uns. Und das ist ja auch dementsprechend ganz legitim. Und hier sind wir jetzt endlich im Dorf Nordhusia. Hier sehen wir direkt die Kirche, direkt mit dem Kreuz. Jesus. Und hier kann man auch sehen, die Sicht war wirklich nicht die beste. Aber ich denke mal, ich habe noch irgendwie das Beste rausgeholt. Man sieht es ja, man kann da selbst den Boden nicht sehen. Aber es war trotzdem sehr interessant anzuschauen. Kann ich gar nicht anders sagen. Also für mich persönlich war das absolut irre interessant anzuschauen. Das ist aber auch normal, für mich war das halt was ganz Neues halt, das war für die meisten auch was ganz Neues. Viele aus der Truppe waren wirklich auch zum ersten Mal da und das war wirklich absolut toll. Und hier ist jetzt ein Fisch, da kann ich jetzt nicht genau sagen, was das genau für einer ist. Wenn ihr wisst, was das für einer ist, schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Das würde mich einerseits schon mal interessieren. Auf jeden Fall ist das ein schöner Brocken. Mein Vater hätte gesagt, der passt gut in die Pfanne. Und hier sind wir halt noch weiter im Dorf. Kann jetzt nicht genau identifizieren, was das jetzt war. Ist das jetzt ein Gasthaus oder ist das ein kleines Wohnhaus? Jedenfalls war es so ein bisschen gruselig anzusehen. Aber echt auch in meinen Augen interessant. Überhaupt das ganze Dorf da zu sehen, das war auch nur ein ganz kleines, aber trotzdem interessant genug, wie ich finde. Das sieht man auch noch, halt, das ist so wirklich gewollt zerstört, wie man sehen kann. Sehr dunkel, zum Glück hatten wir dann auch unsere Taschenlampen dabei. Hier mein Buddy hier bei den 2 Tauchgängen, der Michael, ein netter Typ, ist auch aus Hamburg extra angereist. Und hier treiben wir dann so richtig schön über den Friedhof, was ich auch nochmal irgendwie so ein bisschen gruselig fand, aber irgendwie auch wieder interessant. Ich weiß, interessant ist eines meiner liebsten Wörter, aber ich finde das halt einfach nur mal mega, weil jeder Tauchgang ist irgendwie was Besonderes. Man sieht immer wieder was Spannendes, was Neues. Man ist halt immer ganz fasziniert von dem, was man da sieht. Wie auch ich hier jedes Mal, wenn ich diese Bilder auch sehe, mir geht dabei einfach das Herz auf. Das liebe ich einfach. Und ich denke mal, dass ich das euch auch ganz gut vermitteln kann. Hoffe ich zumindest. Und hier sind wir dann auch direkt beim nächsten Gebäude. Auch bei dem letzten, was wir von dem Dorf beobachtet haben. Kann auch nicht genau sagen, was das genau für eine Bude gewesen ist, aber ich fand es auf jeden Fall echt abgefahren. Wie gesagt, auch so ein bisschen unheimlich, ne, weil es ja halt wirklich auch so eine Ruine halt ist halt, aber ich fand es stark. Echt. Ich kann wirklich nicht genau sagen, ich kann es teilweise nicht mal genau identifizieren, halt. Aber wie gesagt, mega einfach das anzusehen. Auch
das wirklich mal so gesehen zu haben, ist absolut ein total irres Gefühl. Ja, wirklich mal dabei gewesen zu sein. Einfach nur schön in meinen Augen. Und hier waren wir dann auch schon wieder auf dem Rückweg. Da haben wir dann auch nochmal das Boot gesehen und da kann man auch schon sehen, die ganzen Krebse, die sich hier getummelt haben. Also das fand ich auch total schön, wie viele das auch gewesen sind. Die haben sich hier wirklich richtig wohl gefühlt, haben sich auch gut vermehrt. Da war ein echt schöner Anblick. Hab dann hier auch nochmal kurz reingeschaut, war aber nichts zu finden. Halb so wild. Auf jeden Fall schön Muscheln besetzt. Und hier sind wir dann auch nochmal bei der Plattform gewesen. Und hier kann man das auch nochmal sehr schön sehen, wie viele das wirklich gewesen sind. Das waren wirklich mehrere Dutzend von diesen Krebsen. Die waren auch wirklich nicht gerade klein. Ne? So 10 oder 8 Zentimeter hatten die bestimmt alles an Größe gehabt. So. Aber schöne Tiere. Fand ich absolut schön anzusehen. Allein schon diese Vielzahl davon. Für mich als Tierfan ist das genau das Richtige. Da geht mir auch megamäßig das Herz auf. So, und das war's dann im Endeffekt dann auch schon. Hier seht ihr Michael noch mal ganz kurz. Ah, da hält der Michael die Kamera. Gibt auch noch mal eine kleine Regieanweisung. Hier könnt ihr mich auch noch mal sehen. Hab mir auch einen neuen Neo gekauft. 8 mm am Oberkörper, 6 mm am Rest des Körpers an Neopren. Hat sich mega gut angefühlt. Ah, herrlich. Und in diesem Sinne möchte ich euch auch vielmals herzlich danken, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich immer über eure Kommentare, über eure Likes. Und deswegen wünsche ich euch noch alles Gute und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal, Freunde.